Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Caroline Schmid. Und heute, vor so viel Publikum, bin ich doch etwas aufgeregt und nervös. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Villingen-Schwenningen in einem ambulant betreuten Wohnen. Ich kann nicht sprechen. Ich kann zwar einige einfache Wörter aussprechen, aber fremde Leute würden mich nur schwer verstehen. Nur mit näherstehenden Personen, die mich gut kennen, kann ich mich mit Lauten und Gestiken verständigen. Ich besuchte bis zu meinem 20. Lebensjahr die Christi-Braun-Schule, Schule für Körperbehinderte in Villingen. Dort arbeitete und lernte ich von Anfang an mit unterstützter Kommunikation. Als nicht sprechender Mensch wurde ich früher oft unterschätzt. Viele glaubten, dass ich nichts verstehen würde, weil ich ja auch nicht sprechen konnte. Das war frustrierend für mich. Ich hatte so oft etwas zu sagen, konnte es aber nicht mitteilen. Die Menschen um mich herum hatten oft nicht die Geduld, sich mit mir zu befassen. Von meinem damaligen Lehrer, Herrn Müller, wurde ich in dem Schulfach Sprach- und Kommunikationsförderung unterrichtet. Und zwar bereits im ersten Schuljahr. Herr Müller führte Symbolbilder ein, damit ich mich mit diesen sprachunterstützend verständigen konnte. Es wurden fleißig Bilder gesammelt, sogenannte Sprechbilder. Ich konnte damit bildlich darstellen, was ich zum Beispiel am Wochenende gemacht habe. Das war immer meine Hausaufgabe. Mit kleinen Bildern habe ich erzählt, wie ich mein Wochenende verbracht habe. Die passenden Bilder habe ich aus Zeitungen ausgeschnitten oder ich habe sie mit meinem Papa selber gemacht. Für sämtliche Anlässe, Erlebnisse oder Unterrichtsinhalte und auch für Personen gab es diese Bilder.
Zum Ende des ersten Schuljahres arbeitete ich bereits mit über 110 Symbolbildern. In der Präsentation können Sie erkennen, wie ich mit den Bildern meiner Mutter zu ihrem Geburtstag gratuliert hatte. Ich war damals 12 Jahre alt. Ich arbeitete mit einer Kommunikationstafel, wo die Symbolbilder zusammengetragen wurden, die für meinen Alltag am wichtigsten waren. Die vielen anderen Bilder wurden in einen Ordner gepackt, in mein Sprechbuch. Sie wurden farblich nach Themen und in Neunerfeldern gesammelt. Durch Kopfbewegungen nach links oder rechts und mit den Augen suchte ich die Bilder aus, die ich brauchte, um etwas Bestimmtes mitzuteilen. Ich war ganz gut im Arbeiten mit meinem Sprechbuch. In der Schule hatte ich auch das Lesen gelernt. Schreiben lernte ich am Computer. Die Tätigkeiten am Computer steuerte ich mit dem Kopf über 5 Tasten, die an meiner Kopfstütze angebracht waren. Ich übte viel am PC und lernte kleine Texte zu schreiben. Am Anfang waren es nur einzelne Wörter, später dann kleine Sätze. Diese Übungen am PC dienten als Vorbereitung zur Einführung in den Umgang mit einer elektronischen Kommunikationshilfe. Meine Lehrer befürworteten die Anschaffung eines Talkers sehr, da das Kommunizieren mit dem Sprechbuch schon manchmal anstrengend war. Im Jahre 2007, ich war damals 17 Jahre alt, bekam ich dann meinen Smalltalker von der Firma PRD. Das ging von meiner Klassenlehrerin Frau Rast aus. Sie traute mir das Arbeiten mit dem Smalltalker zu und setzte sich mit PRD in Verbindung. Mit dem Smalltalker konnte ich bereits nach kurzer Zeit sehr flexibel umgehen. Der Smalltalker beinhaltete die Wortstrategie 84, so wie ich sie auch heute mit dem Eco-Talker immer noch nutze. Es hatte sich für mich endlich hatte ich eine Stimme und brauchte die vielen Bildchen nicht mehr. Endlich hatte ich eine Stimme und brauchte die vielen Bildchen nicht mehr. Endlich hatte ich eine Stimme und brauchte die vielen Bildchen nicht mehr. Endlich konnte ich mich mitteilen. Ich war bald in der Lage, mit dem Smalltalker selbstständig zu arbeiten. Ich kannte mich sehr schnell hervorragend aus und konnte das Gerät fast vollständig alleine managen. Ich lernte auf dem Talker neue Felder einzurichten, Felder zu verändern, Texte mit dem Notizbuch zu schreiben und vieles mehr. Die Ansteuerung meines Smalltalkers erfolgte über ein 2-Tasten-Scanning. Diese Steuerung war an meiner Kopfstütze vom Rollstuhl angebracht. Mit dem Kopf habe ich diese 2 Tasten angesteuert. Ich übte wie besessen und meine Lehrerin Frau Rast staunte nicht schlecht, als ich nach den Sommerferien in die Schule zurückkam und noch einmal Riesenfortschritte gemacht hatte. Ich konnte ohne Hilfe alles an meinem Talker machen. Und das Besondere an dem Smalltalker war, ich konnte SMS verschicken. Das war super.
Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Caroline Schmid und heute vor so viel Ich konnte meine Freundschaften pflegen, indem ich regelmäßig Essen verschickte. Ich war damals 17 Jahre alt und das war mir sehr wichtig. Es war die einzige Möglichkeit für mich, ohne fremde Hilfe in Kontakt mit meinen Freunden zu bleiben. Alles draußen. Man macht nichts, das Geschnapsel. Es war ein richtig toller Zeitvertreib. Mit 19 Jahren hatte ich einen sehr langen Krankenhausaufenthalt zu überstehen. In dieser Zeit hielt ich SMS-Kontakt mit der Schule sowie zu meinen Eltern und Freunden. Der Smalltalker wurde über meinem Bett aufgehängt und das Zweitastenscanning unter meinen Kopf gelegt. Es funktionierte so ganz gut. Mit dem Smalltalker konnte ich mich auch ganz gut im Unterricht einbringen. Es war praktikabler als mit dem Sprechbuch. Ich hatte damals vor, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Mit dem Talker bereitete ich auch den Auszug vor. Ich legte Notizbücher an und stellte darin Anweisungen für das Personal zusammen. Ich konnte ihnen genaue Anweisungen geben, welche Hilfen ich benötigte. Auch die Klassensituation veränderte sich durch das Arbeiten mit dem Smalltalker. Ich wurde von meinen Mitschülern als gute Gesprächspartnerin geschätzt. Das war vorher nicht möglich.
Es war eine tolle Gelegenheit, mich auch mit Schülern von anderen Klassen zu unterhalten. Das ging vorher ja nicht. Das war richtig spannend. Ich konnte jetzt flirten. Das machte richtig Spaß. Ich war jetzt in der Lage, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ich konnte zeigen, dass ich mir viele Gedanken über mich selbst und über meine Zukunft gemacht habe, und mit dem Talker gelang es mir, dieses auch auszudrücken. Mit dem Smalltalker arbeitete ich 3 Jahre lang bis zum Jahr 2010. Ich stand kurz vor meiner Schulentlassung. Ich habe mit meinen Lehrern entschieden, dass ich einen schnelleren Talker benötigte, um noch effektiver und spontaner schreiben und sprechen zu können. So bemühten wir uns um den Umstieg auf den Eco-Talker. Über die Genehmigung der Klasse waren wir hoch erfreut. Der Eco-Talker wird mit meinen Augen gesteuert und ich kann die Symbole mit den Augen schneller ansteuern als mit dem 2-Tasten-Scanning. Die kurze Schulzeit, die ich noch vor mir hatte, es waren nur noch etwa 6 Wochen bis zur Schulentlassung, nutzte ich, um den neuen Talker kennenzulernen. Es gelang mir sehr schnell. Die Umstellung vom Smalltalker auf den Eco-Talker ist mir sehr leicht gefallen. Der Vorteil des Eco-Talkers ist für mich, dass ich mich besser an Gesprächen beteiligen kann. Es geht einfach schneller. Inzwischen bin ich aus der Schule entlassen worden. Ich wohne seit knapp 2 Jahren in einer Wohngemeinschaft. Hier arbeite ich sehr viel mit dem Eco-Talker. Ich bin dabei, ein Buch über mich und über meine Behinderung zu schreiben. Wenn zufällig ein Verleger anwesend ist, darf er sich gerne an mich wenden. Mir ist wichtig, dass ich anderen behinderten Menschen Mut machen kann. Ich möchte zeigen, dass man auch aus einer schwierigen Lebenssituation das Beste herausholen kann. Das Buch schreibe ich mit dem Eco-Talker. Der Talker wird mit meinem Computer über einen Bluetooth-Adapter gekoppelt. Ich gebe also in den Talker meinen Text ein, der automatisch in mein Schreibprogramm auf den PC kommt. Hier arbeite ich mit dem Programm Multitext. Auch mit dem Eco-Talker arbeite ich sehr viel mit den Notizbüchern. Hier kann ich Texte speichern und sie bei Bedarf abrufen. Das ist sehr nützlich. Auch diesen Vortrag hier habe ich über die Notizbuchfunktion vorbereitet. Das zurzeit stehe ich wieder vor einem Wohnungswechsel. Bald zum 2. Mal um und werde wieder viele neue Leute kennenlernen. Diesen Leuten habe ich viel zu erzählen. In die Notizbücher schreibe ich zum Beispiel rein, wie die Betreuer mir zu essen und trinken geben sollen. Oder was ich alles gerne machen möchte.
Ich werde meine Notizbücher mit Erklärungen und Beschreibungen über mich füllen. Das macht mir Spaß und ich freue mich auf das Neue, das kommt. Der Eco-Talker beinhaltet auch die SMS-Funktion und ist somit auch meine Verbindung zur Außenwelt. Die Aktivitäten, die ich als ein im Rollstuhl sitzender Mensch durchführen kann, sind sehr begrenzt. Deshalb ist es für mich eine tolle Sache, dass ich viel am Computer machen kann. Über den Talker gekoppelt bin ich oft im Facebook unterwegs. Dort kann ich mich stundenlang aufhalten und chatten. Ich freue mich dort sehr über Post. Ich schreibe E-Mails und spiele Spiele. Die elektronische Kommunikationshilfe hat meine Lebensqualität enorm verbessert. Ohne sie wäre es oft sehr deprimierend und einsam für mich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, wie ich die unterstützte Kommunikation nutze. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne nach dem Vortrag von Frau Rennert an mich wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.